Schaut euch mal den kleinen Schatz an. Oh, ich esse süß. Ich esse süß. Hallo Leute, heute ist der 1.7. und ich gehe heute auf eine Eröffnungsfeier von einem Pole Dance Studio. Deswegen sehe ich so aus, beziehungsweise deswegen habe ich dieses Oberteil an, weil ich dachte, ich brauche ein bisschen something extra. I mean, es ist mein Pole Dance Oberteil, also bevor ich mich gleich fertig mache und mich schminke, wobei ich euch auch erzählen wollte, was so passiert ist die letzten Monate, wie es mir geht, an welchem Stand ich gerade bin. Ich weiß nicht, es gibt ganz viele verschiedene Themen, die ich besprechen möchte oder Sachen, wo ich mir denke, okay, die brauchen ein bisschen Erklärung oder whatever. Auf jeden Fall, bevor ich das mache, wollte ich kurz, weil heute der 1.1. ist, der 1.1., schön wär's, der 1.7., wollte ich kurz noch ein bisschen reflektieren. Und zwar, wie gesagt, haben wir jetzt den 1.7. heute und ich wollte euch mein Bullet Journal Setup zeigen für den Juli und euch auch zeigen, was ich am 1.7. in meinem Bullet Journal immer mache und was ich da so reflektiere, was ich da so aufschreibe. Let's go! Hier haben wir das Deckblatt für den Juli. Ich habe vorhin noch so ein paar Sticker gefunden, die ich ganz süß fand. Ich dachte mir, ich fange mal an, so ein paar themed Sticker einfach ein bisschen aufzukleben. Die Meerjungfrau fand ich sehr süß. Es ist einfach Millie als Meerjungfrau. Es ist das Setup wie immer, also es ist das gleiche wie immer. Hier seht ihr schon, nächste Woche geht es nach Paris auf die TwitchCon. Dann wie immer meine Tracker, Mood, Sleep und meine Habit-Tracker. Diesen Monat will ich tracken Meditation, Yoga. Die beiden Sachen sind mir unglaublich wichtig zurzeit. Lesen, No Spending, weil ich gerade ein bisschen kaufsüchtig geworden bin und ein bisschen darauf achten möchte, dass ich diesen Monat weniger Geld ausgebe. Dann 2 Liter Wasser trinken und Screentime unter 3 Stunden. And then here we go with the calendar. Heute, wie gesagt, Pole Studio Eröffnung, Vanilla Sky. Ich bin super gespannt und ich habe ultra Bock. Heute Abend ist noch eine Movie Night und dann sieht es halt einfach so aus. Ja, ansonsten steht hier noch nicht viel drin, weil früher habe ich immer alles einen ganzen Monat im Voraus eingetragen und geplant. Mittlerweile mache ich alles nur noch eine Woche im Voraus. Das heißt, die nächste Woche ist eingetragen und geplant. Aber die noch nicht. Also ich habe weder Arbeit drin stehen, noch meine Sporttermine, noch irgendwas. Und das hilft immens, dass ich nicht in so einen Druck verfalle. Und es hilft auch immens, ein bisschen flexibler im Plan zu sein. So, und wie ihr vielleicht hier auch schon gesehen habt, für heute steht noch an im Bullet Journal der June Wrap-Up und July Plans. Das heißt, ich fülle jetzt das hier aus. Was sind meine July Plans? Das sind hier einmal die Monthly Highlights, wo ich gleich alles vom Juni eintragen werde. That's what I'm gonna do now. Ich habe meine lustigen Öhrchen auf. Ich habe jetzt meine Pläne für Juli fertig geschrieben und werde mich jetzt langsam fertig machen. Und wie versprochen, ein bisschen mit euch quatschen. Ich habe mir keine Gedanken darum gemacht, was ich heute hier erzähle, wie ich das alles erzähle. Ich mache alles ein bisschen Freestyle und ich hoffe, das passt. Ich hatte heute so eine Eingebung einfach, dass ich heute vloggen will, weil ich habe sturmfrei und, keine Ahnung, die Zeit und die Ruhe gerade, die mentale dafür. Eigentlich will ich schon seit Monaten wieder vloggen, also schon wirklich lange. Es steht auch auf meiner Bucketlist für 2023, dass ich wieder anfange zu vloggen. Ja, ich habe auch in letzter Zeit ja mehr oder weniger schon gevloggt, aber halt nicht im Langformat und im Redeformat und im YouTube-Format, sondern halt auf Instagram und TikTok, diese Short-Vlogs. Und es hat mir auch ultra Spaß gemacht, aber ich merke einfach, dass da halt nicht alles von mir mit drin ist. Und ich glaube, das war auch eine Zeit lang das, was mich daran so angesprochen hat, dass ich halt einen großen Teil von meinem inneren Selbst einfach da rausnehmen kann. Und diese Short-Vlogs sind halt super. Yo, ich zeige euch meine Routine, ich zeige euch irgendwie, was ich den Tag über gemacht habe. Oh, whatever. Aber es ist halt nicht in die Tiefe gehend, es ist nicht reflektierend und hat halt, wie gesagt, diesen Aspekt von meinem Innenleben nicht drin. Und ich glaube, das brauchte ich auch eine Weile. Wer mich schon länger verfolgt oder wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ein sehr reflektierender Mensch bin und auch sehr viel über Innenleben rede. Aber ich glaube, mein Innenleben war einfach die letzten Monate so durcheinander und neu und anders. Und ich musste erstmal für mich eine neue Art und Weise finden, damit umzugehen. Und langsam merke ich aber, dass dieser Drang nach innen zu kehren wieder. Der Drang, auch wieder mehr zu sprechen und zu reflektieren, einfach wieder da ist. Ja, was hat sich denn verändert in den letzten Monaten? Es hat sich ungefähr mal wieder alles verändert. Also, ich weiß nicht, wann ich den letzten Vlog gemacht habe und ob das jetzt der letzte Stand ist, von dem ich updaten soll. Oder ob
es gar keinen Sinn macht, von da zu updaten. Ich bin ehrlich, ich weiß es doch auch nicht mehr. Also ich glaube, das Größte und Offensichtlichste, was sich geändert hat, ist halt mein Job. Ich habe vor 2,5 Monaten angefangen, Vollzeit zu arbeiten. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber es macht mir auch Spaß. Der Job an sich macht mir Spaß. Der ganze Vollzeitaspekt ist halt quasi das, was mich herausfordert und womit ich auch immer noch gerade rumprobiere, würde ich sagen. Weil ich ja schon ein Mensch bin, der auch sehr viel Drang hat, mich selbst, keine Ahnung, halt frei zu sein, mich selbst ausdrücken zu können. Und ich weiß nicht, ich kann mich halt in dem Job nicht so ausdrücken, wie ich will. Also es ist halt nicht kreativ, sage ich mal. Und das macht es ein bisschen nicht schwierig, aber es ist gerade einfach noch so ein Prozess. Ich bin halt erst seit 2,5 Monaten da. Wie gesagt, mir macht es Spaß. Das ist schon mal gut. Der Grund, warum ich den Job geändert habe, davor habe ich ja gestreamt und damit Geld verdient und auf der anderen Seite halt Teilzeit noch gearbeitet im Café. Und ich war aber halt irgendwann gar nicht mehr glücklich. Ich war ultra unglücklich, ultra unzufrieden. Das war so im Februar. Ich habe dann im März halt auch gekündigt und hatte dann auch einen Monat frei. Das war ganz geil. Aber auf jeden Fall war ich halt so unglücklich, weil ich ultra die Burnout-Symptome hatte. Also wirklich, es war wirklich, wirklich schlimm. Mir ging es grauenhaft. Ich habe vor jedem Stream Angstzustände gehabt und ich weiß nicht, es war alles so ungesund und ich weiß, dass mein Bezug zum Streaming und mein Bezug zu Zahlen und Erfolg in Anführungszeichen, ja, schon von Anfang an ungesund waren. Seit ich angefangen habe zu streamen, war es eigentlich immer ein ungesundes Verhältnis dazu. Und dann habe ich halt gedacht, okay, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss irgendwie diesen Zwang, dass ich streamen muss, loswerden. Und das Einzige, wie ich das halt loswerden konnte, war, indem ich einen Job jetzt annehme und mache, der mein Leben finanziert. Also wo ich halt eben nicht nur 900 € mit verdiene. Das heißt, mein Ziel war es, okay, ich nehme jetzt einen Job an oder ich suche mir jetzt einen Job, der mir im besten Fall Spaß macht und der mein Leben finanziert. Und das habe ich gemacht. Wie gesagt, ich arbeite jetzt Vollzeit. Es hat funktioniert. Also ich habe den Zwang nicht mehr gespürt, dass ich streamen muss, weil ich Geld verdienen muss damit. Und das war sehr gut. Und das ist auch immer noch sehr gut. Also ich will nie wieder mich eigentlich so gezwungen fühlen. Und ich glaube, das ist jetzt auch das Wichtige, dass egal, was die Zukunft bringt, dass selbst wenn ich nochmal an dem Punkt bin, wo ich selbstständig sein möchte oder Content Creator sein möchte, dass ich immer dran denke, ich bin nicht dazu gezwungen, irgendwas zu machen. Ich kann jederzeit auch wieder einen Job annehmen, mir halt Geld einbringt. Also es gibt immer ein Plan B. Es gibt immer eine Option B. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, die größte Sache, die ich jetzt daraus lerne und mitnehmen möchte, dass ich mich nie wieder dazu gezwungen fühle, irgendwas zu machen. Ansonsten, mein Leben ist eigentlich ganz cool zurzeit. Ich mache wieder regelmäßig Sport. Das ist ein Riesending für mich einfach. Ich konnte ja sehr, sehr lange keinen regelmäßigen Sport machen, weil ich meine Sehnscheidenentzündung hatte, die auch wirklich sich fast ein Jahr jetzt gezogen hat. Ich weiß, dass sie immer noch da ist. Ich weiß, dass wenn ich mein Handgelenk zu sehr belaste, es immer noch wehtut. Aber ich kann mittlerweile es wieder belasten, ohne dass es halt immer wehtut. Und das ist so ein huge Success einfach für mich, dass ich weiß, ich kann wieder Sport machen in einem gewissen Rahmen, muss jetzt nicht jedes Mal diese Schiene tragen or whatever. Und ich bin gerade auch schon wieder so ein bisschen sehr ehrgeizig. Also ich liebe Pole und ich will besser werden, aber ich habe einfach jetzt realisiert, du kannst einfach nicht besser werden oder beziehungsweise du kannst nicht zu einem gewissen Grad besser werden, wenn du keine Stange zu Hause hast. Und ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich wirklich hart mit mir überlege, ob ich mir so eine Stange kaufe oder nicht. Also eigentlich ist meine Entscheidung schon fest. Jetzt ist nur die Frage, ob ich es noch diesen Monat mache oder ob ich es nächsten Monat mache, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe eigentlich jetzt so ein No-Spending-Month eingeplant. Weil Leute, wirklich, ich habe diesen Job angefangen und ich war so, oh mein Gott, ich habe alles eingetragen in meine Liste. Ich habe natürlich eine Excel-Tabelle, mit der ich irgendwie gucke, wie viel Einkommen und wie viele Ausgaben ich habe fest. Und ich habe alles eingetragen und war so, oh mein Gott, ich habe so viel Geld übrig. Habe dann einfach angefangen, so viel Geld auszugeben, ohne darauf zu achten. Und to be honest, tat es auch mal gut, weil ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst oder ob ich das jemals irgendwie thematisiert habe, aber ich war früher ein Mensch, ich war extrem geizig und mir selbst gegenüber, nicht anderen gegenüber unbedingt, also auch, aber ich war mir selbst gegenüber so geizig und ich war immer so, nein, ich darf kein Geld ausgeben, ich muss mein Geld sparen, 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 sparen. Für was sparen? Ja, keine Ahnung, aber Hauptsache sparen. Und jetzt bin ich so, fuck it, ich werde mir was gönnen. Auch so Sachen wie, wenn irgendwas inconvenient läuft, dass ich mir dann einfach Essen bestelle, weil ich mich danach fühle oder sowas, ne? Auf jeden Fall habe ich aber dann so viel Geld ausgegeben, dass ich auf mein Konto geschaut habe und 600 € weniger drauf waren, als das letzte Mal, ich drauf geschaut hat und dann war ich so, okay, ich habe nichts Großes gekauft, ich habe einfach nur unendlich viele kleine Dinge gekauft und dann war ich so, okay, I need to stop here. Ich will nicht in eine Kaufsucht fallen, ich will nicht in eine Konsumsucht fallen. Ich habe halt unglaublich viele Bücher gekauft, ich habe teures Katzenfutter gekauft, weil ich meinen Katzen was gönnen wollte. Ich habe
Periodenunterwäsche gekauft. Was habe ich noch gekauft? Super viel Kleinkram, glaube ich. Actually einfach auch. Konzertkarten, whatever. Auf jeden Fall bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich muss erstmal ein bisschen runterkommen wieder. Und dann kann es wieder irgendwann abgehen. Deswegen, ob ich diesen Monat noch die Polstange kaufe, I don't know. Muss ich auf mein Konto gucken mal. Ansonsten nächsten Monat, wenn ich diesen Monat gespart habe. Gut, ich mache mich jetzt auf jeden Fall erstmal zu Ende fertig und dann melde ich mich gleich nochmal. Make-up ist done. Ich habe mal wieder ein paar Glitzersteine hinzugefügt. Das habe ich lange nicht gemacht. Ich habe gerade gegessen und will mich jetzt meinen Haaren widmen. Ich hasse Haare machen so sehr. Ich hasse es auch mit Glätteisen und Lockenstab und Hitze generell an meine Haare zu gehen. Nicht, weil die dann davon kaputt gehen, sondern einfach, weil ich das Gefühl nicht mag. Vor allem im Sommer ist es so schlimm, wenn dir sowieso schon warm ist und dann gehst du so mit dieser Hitze an deinen Kopf und denkst dir einfach nur so, oh mein Gott, tot. Deswegen wollte ich jetzt gucken, ob ich irgendwie improvisieren kann und irgendeinen Haarlook machen kann mit meinen Naturwellen hier gerade. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich noch einkaufen gehen muss, bevor ich losfahre. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Scheiß drauf! Okay, Leute, mir ist so heiß. Es ist so viel wärmer, als ich dachte. Ich war gerade einkaufen. Ich habe so 3 Teile gekauft, damit ich einfach was zum Frühstück habe. Und ich habe ein Paket von meiner Mama bekommen und dachte, wir packen das zusammen mal aus, weil ich das echt spannend finde. Und ich habe keine Ahnung, was drin ist. Aber ich habe schon so ein paar Sachen gesehen und deswegen, ich glaube, das wird süß. Als erstes ist hier eine Packung Kaffee drin. Kann man immer gebrauchen. Perfekt, wir haben tatsächlich auch keinen mehr. 2 Katzenfutter, sind die nicht süß? Oh, Nudeln. Bio-Chili-Mee-Nudeln. Vegan Soap Face and Body. Ich glaube, das ist schon die 5. feste Seife, die sie mir geschickt hat. Ja. Ich werde sie niemals aufbrauchen. Oh nein, wie süß. Oh mein Gott, ein Mini-Triceratops. Wie so aus Lego. Läppchen. Süß. Selbstgehäkelte Läppchen. Und noch eins. Cute. Cute, cute, cute. Und natürlich noch... Oh mein Gott. Hey, wie cool. Oh, da wird sich Millie freuen. Da wird sich die Millie freuen. Ein Spielzeug für die Katzen. Millie. Millie, na, was ist das? Na, was ist das? Oh ja, toll, toll. Gesichtsmaske. Top. Braucht man auch immer. Oh, Liquid Cat Snacks. Für die Katzen schon wieder was. Nochmal ein Bändchen für Millie. Vegane Schokolade. Haferdrink Cookie. Die ist richtig geil. Die hatte ich schon mal. Oh nein, wie süß. Was ist das? Heads and Tails. Irgendwas mit Dinosauriern. Naja, das ist eigentlich so ein Kinderspiel, ne? Kann ich, wenn meine Nichten und Neffen mal hier sind, mit denen spielen. Tee. Eine ganze Teemischung. Perfekt. Ich denke an dich. Eine süße Karte. Süß. Ich freue mich sehr. Das ist wirklich wunderbar. Ich bin ready und ich fahre jetzt los zur Eröffnungsfeier. Ich habe mir noch eine andere Hose angezogen, weil es so heiß ist. I don't know, mein Outfit ist, ich kann es nicht definieren. Halb sporty, halb slutty, halb schick, keine Ahnung. Whatever, whatever. It is me, okay? It is me. Ich bin sehr aufgeregt, was heute passieren wird, was ich heute sehen werde. Ich freue mich. Thank you.
wieder zu Hause und habe mir Essen gemacht, was ich mir jetzt noch schnell rein verleiben werde. Es war absolut geil. Die Performances haben mich wirklich so berührt. Es war insane, diese Stimmung dort. Und ich hatte so gute Laune danach. Es war richtig süß. Ich habe auch gerade noch so eine süße Begegnung gehabt. Ich saß halt in der Bahn und schaue so raus und dann sehe ich so ein Auto, eine Frau und einen Hund auf ihrem Beifahrersitz und ich habe die halt voll angegrinst. Dann hat mich die Frau zurück angegrinst und ich habe so dem Hund zugewunken und dann hat sie so die Foto von dem Hund genommen und hat mir so zurückgewunken. Und dann habe ich ihr noch ein Herzchen gezeigt. Das war einfach super cute. Aber ich muss jetzt mampfen. Ich habe ultra Hunger und muss gleich schon wieder los, weil heute Abend noch Filmabend ansteht. Ich bin wieder zu Hause. Und das ist richtig süß. Wir haben so eine Gruppe, die eine Freundin von mir ins Leben gerufen hat, wo wir jede Woche einen Filmabend veranstalten. Beziehungsweise die Leute, die halt können. Wir stimmen halt dann einmal in der Woche ab, wann wir können. Und an dem Tag, wo die meisten Leute können, treffen wir uns. Und dann schlägt ihr dann einen Film vor und wir losen aus, welchen wir gucken. Mein Vorschlag war Barbie Schwansee, hat aber nicht gewonnen. Gewonnen hat 13 Going on 30. Super süßer Film. Das ist so ein Film aus den 2000ern und ich habe den noch nicht gesehen gehabt. Die Beschreibung hat mich ein bisschen an Freaky Friday erinnert und es war auch recht ähnlich, würde ich sagen. Aber voll die süße Kernmessage. Manche Situationen, also manche Szenen waren über cringe. OMG. Aber der war echt gut. Ich habe den enjoyed. Ich habe den wirklich enjoyed. Heute Nacht ist etwas passiert, was so gut wie nie passiert. Und zwar hat diese kleine Dame bei mir übernachtet. Und zwar hat sie die ganze Nacht bei mir geschlafen. Gerade als wir wach geworden sind, lag ich dann hier so und sie hat sich an meine Brust, in meinen Arm gelegt. Das macht sie normalerweise wirklich nie. Aber ich beschwere mich nicht. Das war eine sehr, sehr schöne Experience. Ne, Mili? Das war toll. Bobby, bist du schon ganz aufgeregt? Ich habe gerade beschlossen, weil heute Sonntag ist, kriegen die Katzen ein Special Treat. Ich habe so Thunfischfilets. Die sind geisteskrank. Also die riechen wirklich wie normales Thunfischfilet, was man auch so für Menschen kaufen kann. Und sie freuen sich schon. Sie freuen sich schon ganz doll. Ne? Ja, ihr freut euch schon, meine süßen Schätzchen. Also ich muss sagen, heute ist wirklich einer der schönsten und entspanntesten Tage seit langem. Allein so mit der Katze aufzuwachen und zu kuscheln und jetzt baden morgens, finde ich halt auch irgendwie voll geil. Und jetzt gehe ich zum Yoga gleich. Das heißt, danach werde ich noch mehr tiefenentspannt sein. Das heißt, heute ist ein sehr, sehr guter Tag. Ich habe auch schon einiges im Haushalt erledigt. Wir haben jetzt erst, wie waren wir denn? Wir haben 10.10 Uhr. Und ich habe schon Wäsche weggeräumt und gespült und Pflanzen gegossen, Pflanzen bei den Nachbarn gegossen, die Katzen gefüttert. Habe schon einiges gemacht. Ja, wie gesagt, jetzt gehe ich gleich zum Yoga. In my Fabletics Pink Yoga Pants. Und ich habe die Socken bei, die Rachel mir aus Korea mitgebracht hat. Ich habe die Socken an, nicht bei. Die Jacke ist auch von Fabletics. Wird das so ausgesprochen? Fabletics. Und ein grauer Sport-BH. Ich habe gerade nach echt langer Zeit mal wieder gestreamt und das tat echt richtig gut. Also ich habe halt lange nicht gestreamt, weil es sich auch einfach anstrengend und falsch angefühlt hat. Aber jetzt habe ich heute mal wirklich aus Lust und Laune und Bock gestreamt wieder. Und es war voll schön. Es tat richtig gut. Hat Spaß gemacht. Und ich finde es immer noch so verrückt, dass egal wie lange ich nicht live bin, trotzdem dann Leute zuschauen. Also ich bin da übel dankbar für. Und es ist so schön, das Wissen, dass auch wenn es nur eine Handvoll von Leuten gefühlt ist, trotzdem es Leute gibt, die halt sich dafür interessieren, was ich mache, mich supporten, das cool finden. Also hat mir sehr viel Energy gegeben und sehr viel Love. Und ich habe mein neues Buch angefangen, weil ich gerade mein anderes Buch zu Ende gelesen habe. Und zwar lese ich jetzt diese Schönheit hier, Fourth Wing. Ultra gehypt, soll ultra gut sein. Ich habe jetzt eine Seite gelesen und ich muss sagen, es ist gut geschrieben. Also es ist in einem Stil geschrieben, den ich gut lesen kann, weil es gibt halt auch Bücher, wo ich mir denke so, das ist ein bisschen schwierig zu lesen. Ich hatte Angst, dass das so eins ist. Aber es ist gut geschrieben und ich bin richtig gespannt. Und ich habe richtig Bock. Thank you.
ist auch ganz fasziniert. Robby, guckst du auch den Mond an? Guten Morgen. Es ist schon, ich glaube, 9:30 und wir haben Montag. Ich habe heute versucht, wieder so ein Slow Morning zu machen. Habe schon Matcha getrunken, alle To-Dos erledigt. Ich habe morgens immer so Katzen füttern, Katzenklo, Pflanzen gießen, die Pflanzen von den Nachbarn gießen. Habe ich schon alles gemacht. Und ja, irgendwie fühle ich mich nicht ganz so gut. Also irgendwie fühle ich mich so leicht angeschlagen. Mir ist auch die ganze Zeit so übel kalt einfach. Und mir war heute Nacht auch kalt. Meine Nase war irgendwie so ein bisschen zu, als ich aufgewacht bin. Ich bin auch einfach noch übel müde. Und die kleine Millie sitzt hier. Ich habe die Gardine einfach nur hochgelegt, um zu staubsaugen. Aber es ist ihr neuer Lieblingsplatz in diesem Tuch. Wie süß kann man sein? Ja, auf jeden Fall arbeite ich jetzt heute Homeoffice. Ich habe nicht so Bock heute. Ganz unter uns. Aber solche Tage gehören dazu. Ich könnte einfach noch heute so einen weiteren Tag Wochenende machen, ich bin ehrlich. Ich bin heute echt extrem müde. Also wirklich einfach so müde. Deswegen habe ich mir gerade noch einen fetten Kaffee gemacht. Schaut mal bitte dieser Schaum. Choc Güzel. Und habe auch gerade schon gekocht und gegessen. Und bin am Viben zu Animal Crossing Musik. Und versuche ein bisschen Dinge zu erledigen noch. But it doesn't work as well. Ich glaube, es gibt einfach so Tage, dass man einfach müde. So, meine Lieben, ich habe gestern mich gar nicht mehr nach Film gefühlt und heute bisher auch noch nicht. Wir haben schon 4:30. Und es liegt einfach daran, dass dieses ganze Paris-Thema ja voll aufwirbelnd war für mich. Also wir haben halt wirklich die letzten Tage die ganze Zeit überlegt, fahren wir oder nicht. Dann hieß es gestern Abend, nein, wir fahren auf gar keinen Fall. Nicht nur wegen den Aufständen, die gerade in Frankreich und Paris stattfinden, sondern ich habe dann auch noch ganz viele andere Argumente für mich gehabt, warum ich nicht fahren möchte. Und dann bin ich heute aber aufgewacht und dachte mir so, okay, ganz ehrlich, es ist seit Monaten geplant. Ich will doch hin. Und ich habe auch einfach Bock und ich will jetzt nicht drücken. Weil ganz ehrlich, Leute, ich glaube, es war einfach so ein Moment von mir schon wieder, wo ich einfach nicht aus meiner Komfortzone raus möchte. Und wo ich einfach sage, nee, oh, ich gehe lieber kein Risiko ein. Ich bleibe lieber zu Hause, weil ich meine Komfortzone nicht verlassen will. Und deswegen fahren wir hin, passen natürlich auf uns auf, sind auch immer rechtzeitig zu Hause, werden nicht nachts unterwegs sein und so. Machen einfach einen ruhigen. Und ich glaube, das ist auch richtig gut. Und ich glaube, dass mir das auch gut tun wird, mal wieder rauszukommen, in eine andere Stadt zu fahren. Dies, das, Ananas. Ich hoffe jetzt nur, dass alles irgendwie ganz glatt läuft. Ja, das heißt, heute steht noch einiges an. Ich bin gerade noch am Arbeiten. Heute ist natürlich auch der Tag der Tage, wo ich mal super viel zu tun habe, wo irgendwie die Aufgaben kein Ende finden und ich natürlich aber auch nichts auf morgen schieben kann, weil ich morgen im Urlaub bin. Ein anstrengender Arbeitstag, dann habe ich später nach der Arbeit noch Therapie. Da muss ich noch so Sachen machen wie das Katzenklo neu machen, Koffer packen offensichtlicherweise. Aber das kriegen wir hin. Das kriege ich hin. Ich krieg's hin, alles wird gut.